Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chilla und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Mount-Video. Heute geht es um ein Mount, was wir relativ einfach im Moment erhalten können. Und zwar befinde ich mich da schon einmal drauf. Das Mount schimpft sich einmal Verdammnisfalk der Illidari. Und wir sind hier einmal während des Geburtstagsevents in Tanaris. Und der ein oder andere wird das vielleicht schon gefarmt haben. Wir befinden uns einmal hier unten in Tanaris und dann hier bei den Höhlen der Zeit auf den Koordinaten 63, 51. Das ist quasi direkt vor dem Eingang. Und dort haben wir jetzt einen World Boss, der ja in der Zeit vom Geburtstagsevent da sein wird. Und dieser hat das oder kann das Mount droppen. Am Anfang, die ersten zwei Tage, Montag, Dienstag, als das Event jetzt gestartet ist, hatte das Mount noch eine 1%ige Drop-Chance. Falls ihr das da gefarmt habt und dann gesagt habt, ah, das ist mir zu niedrig, kein Bock, das zu farmen, dann eine gute Nachricht für euch. Blizzard hat sich erweichen lassen und die Drop-Chance ein wenig erhöht. Und zwar ist die Drop-Chance jetzt 100%. Ihr kriegt also, wenn ihr das Mount noch nicht habt, zu 100% das Mount einmal ins Inventar gelegt. Ich werde es jetzt hier nicht kriegen, weil ich habe mir das Mount ja schon geholt. Für den einen oder anderen, der am Montag und am Dienstag schon gefarmt hat, ist halt jetzt blöd gelaufen, wenn ihr nur das Mount haben wolltet. Mir ging es tatsächlich auch so. Ich habe, glaube ich, etwa um die 90 Tries am Montag bzw. Dienstag draufgehauen, das Mount dann rausgezogen und glaube eine Stunde oder zwei Stunden danach wurde es gepatcht. Ist ärgerlich, aber naja, jetzt haben natürlich alle einfach die Chance, das Mount zu kriegen. Solltet ihr das Video gucken, wenn das Geburtstagsevent schon vorbei ist, das jetzt hier 2021 vom 15. November bis zum 6. Dezember läuft, dann ist die Chance relativ gut, dass es in den nächsten Geburtstagsevents auch noch verfügbar ist, denn alle anderen World-Bosse, also sprich die Drachen und auch der Verdammnis-Lord Kazak in den hier wo heißt in den verwüsteten Landen, die gibt es ja auch jedes Geburtstagsevent wieder und dementsprechend wird es wahrscheinlich mit dem Dude hier, mit dem Verdammniswandler auch so sein, dass ihr das auch nächstes Geburtstagsevent und übernächstes Geburtstagsevent noch haben könnt. Sprich, solltet ihr ihn verpasst haben, solltet ihr euch im Kalender mal so den November vormerken und dann könnt ihr das Ganze auch sicher nachfarmen. Zusätzlich gibt es bei dem Mob hier dann noch ein Toy, das auch mittlerweile zu 100% droppt. Das hat Blizzard auch gepatcht und einen Haufen T-Mog-Zeug. Das T-Mog-Zeug sieht größtenteils so aus wie des Transmog-Gedöns vom Verdammniswandler aus Burning Crusade. Das ist nämlich auch schon ein Boss gewesen oder ein World-Boss in Burning Crusade. Vom Black Temple ist der, glaube ich. Also vom Aussehen ist es das gleiche, aber es hat natürlich eine andere ID, weil wir halt hier auch andere Item-Level-Voraussetzungen haben. Und dementsprechend kann das für den einen oder anderen Transmog-Sammler auch noch eine interessante Sache sein. Mir persönlich fehlt noch ein Transmog-Item, deswegen farme ich dann noch ein bisschen weiter fürs Mount und Toy müsst ihr ihn aber tatsächlich nur einmal töten. Zusätzlich, was ich euch noch einen kleinen Tipp geben kann, falls ihr EP farmt, gibt es hier eine Weekly Quest, wo ihr einfach den Typen umhauen müsst. Die startet unten bei so einer kleinen Gnomin und dafür gibt es Timewalker-Marken und zusätzlich relativ viel EP. Ich mache die tatsächlich mit all meinen Twings, um da ein bisschen zu leveln. Ist eine schnelle Angelegenheit, bringt glaube ich 40.000 EP hier mit dem Geburtstagsbuff. Ist das eine relativ gute Geschichte. Gut, das waren die Infos, die ich euch zum Mount geben kann. Wir können uns das Mount jetzt nochmal einmal ein Ticken genauer angucken. Das ist hier einfach ein Drachenfalken. Einer von ja, der alten Sorte mit relativ wenig Texturen, ein bisschen grünlich gehalten. Ich finde ihn relativ unspektakulär. Sonst sage ich immer, ich zeige euch ein schönes Mount. Ehrlich gesagt, das ist kein schönes Mount. Das ist einfach für eins mehr in der Liste und mehr auch nicht. Gut, das waren was mit dem kleinen Mount Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Euer Chela, bis zum nächsten Mal. Ciao.